Hallo, das ist ein Parallelogramm und die Frage ist, wie berechnet man die Fläche in einem Parallelogramm? Ich will nicht lange drum herum reden, da gibt es einen Trick. Und zwar folgenden: Man kann vom Parallelogramm etwas abschneiden und es wieder dran setzen. Klingt vielleicht ein bisschen unsinnig, funktioniert aber. Und zwar so. Ich möchte hier parallel zu einer Höhe einen Schnitt machen. Und zwar möchte ich so schneiden, dass ich genau hier auf der Ecke aufkomme. Da soll sich der Schnitt befinden und der soll Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.